ist gut. Ja, das ist das, was Mitarbeiter für mich zusammengestellt haben. Das, was die Mitarbeiter gesagt haben. Und das waren noch ein bisschen meine Sprüche. Sie streiten ja auch nicht. Ich bin Edi Marti. Ich komme vom Linkgebiet. Und zwar da Ernetschwil, das ist unten am Ricken. Ich habe im Wispy angefangen, Ende 1988. Auf Anfrage, ob ich zu Ihnen käme, anfangen, weil ich wollte wechseln. Und dann bin ich dann von 1988 bis 2000 habe ich Personal gemacht. Ich habe Versicherungen, Unfall und Transportversicherung gemacht. Ich habe die IT mehrheitlich eingeführt bei dieser Firma, weil die noch gut nur fakturiert, sonst nicht. Das waren noch Zeiten. Haben wir recht immer die Ordnung von so vielen Kunden, oder? Also so die Rechnungen in die Ordner abgelegt, ABC, oder? Und dann, wenn sie gezahlt haben, haben wir eine Liste bekommen von der Bank oder der Post und dann dem Ordner rausgenommen und in einen bezahlten Ordner reingetan. Und das waren die Berge. Als ich das gar nicht mehr geschafft habe, alles miteinander, habe ich das einmal noch heimgenommen. Am Samstag, Sonntag daheim mit der Frau zusammen, bezahlte, unbezahlte. Und das ist gegangen bis 2000. Der Nils hat ja dann die Führung übernommen, die Übernahme der Firma Wespe im Auftrag von Bruno. Und dann, der Samstag, ja, das war ganz gut in Erinnerung, ist der Bruno Planzer und der Nils Planzer und sich vorgestellt haben. Und wir waren etwa 6 in einem Büro, wo wir uns das dann erklärt haben. Dann ist, und speziell war der Samstag, wo die zwei gekommen sind, uns informiert haben. Und dann war die Reaktion natürlich nicht gerade jubelnd für die Leute. Und wenn ich ja da viele Jahre als Personal gemacht habe, sind ja dann gleich fast 200 Leute gewesen, habe ich irgendwie das einfach gespürt, dass es kommt irgendwie, müssen wir etwas machen. Und dann, bin ich aufgestanden und habe dann so ein Standrede gehabt, fast kann man sagen, wie gut das Thema Pflanze ist, wo ich vorher nicht viele Informationen kann. Und von dem Zeitpunkt an, von dem Samstag, hat das gewechselt. Ist ganz schön gewesen. Weil sie haben dann auch euer System erklärt, oder, wo der Pflanze geht, mit 6 Wochen Ferien und dass man alles beibehalten. Ja, das hat dann gekippt nachher. Schön zum Besten, ja. Wir hatten eine Sitzung gehabt, und nachher kam der Nils und hat gefragt, könntest du Geschäftsführung übernehmen? Und ich habe mit dem nicht gerechnet, oder? Und dann ist das wieder gegangen. Und ja, im Moment, ja, ich konnte nicht gar können Ja sagen im Moment, oder? Weil ja, es war eine Aufgabe gewesen, oder? Mit so vielen Leuten. Und dann habe ich eine Familie, 2 Töchter, eine Frau. Und dann habe ich gedacht, oh, und, aber ich habe ihn sicher etwa 3-4 Tage warten lassen, bis ich dann zugesagt habe. Die Kultur hat mir so gefallen, weil wir haben sie beim Wespe schon ein bisschen so gehabt. Und grundsätzlich ist es für mich auch meine Art, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ist auch das wichtigste Kapital. Ich liebe die Leute. Weil ich habe vorhin habe ich ein Gargeschäft geleitet, also mit 7 Gar, und bin dann auch gefahren. Und darum ist das jetzt auch meine Leidenschaft. Ne? Seit ich weg bin, ich habe fast kein Hobby. Also ich tue die Enkelkind hüten Tag lang in der Woche und bin ich noch viel mit, also viel unterwegs jetzt mit dem Bus. Oder? Wir fahren noch halb Europa rum, von Dresden bis Rom. Und ich tue, sag mal, in Frankreich reise, bin jetzt 10 Tage, da habe ich selber organisiert. Oh, nein, das ist dann vom kleinen Bus bis Doppelstöcker bis 90 Plätze. Und das ist meine Leidenschaft noch. Weil ich kann ja nicht meine Frau ärgern im Alltag daheim. Oder? Das ist aber auch gar nichts. Das ist nicht gut.
Ja, sie ist glücklich mit mir und ich bin immer noch glücklicher mit ihr. Funktioniert. Also, der, wo ich pensioniert worden bin, wir haben ein Abschlussfest gemacht in Schmerika. Und dann haben sie mir noch ein Geschenk gegeben, dann haben sie mir noch ein Velo daheim geholt, ohne dass ich es gemerkt habe. Und das steht jetzt heute daheim, das ist Wespenfarbe. Und das ist mir schwer gefallen, ein schwerer Abend war, der Abschied. Und dann bin ich schnell die andere Seite aber mit diesen Reisen organisieren, mit diesen Busfahrten, oh, alles. Dann habe ich eine Art das mit den Leuten wieder gefunden. Ja, also auf dem Weg mitgegeben, das, was ich jetzt erlebt habe, auch schöne Zeiten noch erlebt mit dem Bruno. Noch schöne Zeiten mit dem Nils, wenn man auch mal sieht oder so. Und ich kann sagen, wenn ich das schon beobachte, bei uns eigentlich und auch mal das Pflanzerauto oder so, ich kann auf dem Weg nur mitgeben, die Kultur, wo der Bruno und der Nils eingeführt haben und die Leute auch haben, das stelle ich fest. Wenn sie das immer weiterführen, dann können sie nur auf dem goldenen Weg bleiben. Ja. Um noch ein bisschen Herzblut übrigens. Entschuldigung. Das kommst du nie nach.